hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einer ganz speziellen Folge von Wanne will's wissen. Badam, dam. Oh, Baguette, Baguette. Hört auf, die Baguettes wegzuschmeißen. Frankreich hat mit seinem neuen Gesetz, dass Supermärkte keine Lebensmittel mehr wegschmeißen dürfen, eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Und ich bin voll dankbar, dass die diesen Schritt gewagt haben, weil ich habe das Gefühl, dass seitdem auch wieder mehr einfach über das Thema sprechen. Und deshalb möchte ich auch über das Thema sprechen. Und quasi gleich danach, als ich mich über das Gesetz gefreut habe, habe ich das hier getan. Diese Eier wurden produziert, damit ich sie am Ende in den Müll werfe. Na super, ey. Good job, Vanessa. Und damit bin ich natürlich nicht alleine. In Deutschland werden laut einer Studie vom WWF 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeschmissen. 18 Millionen Tonnen. Das ist... Boah. Natürlich sind wir nicht ganz alleine an der Zahl schuld. Aber 40% gehen von Privathaushalten. Von diesen 18 Millionen Tonnen. 40%. Ist unsere Schuld. Und ihr müsst euch mal vorstellen, pro Sekunde werden 313 Kilo genießbare Lebensmittel weggeworfen. Ob es jetzt von uns ist oder von den Supermärkten oder sonst wem. Irgendwelchen Restaurants oder was weiß ich, wer da alles Lebensmittel noch wegschmeißt. Aber 313 Kilogramm pro Sekunde. Das ist, wenn dieses Video hier fertig ist. Ich will nicht wissen, wie viele Kilogramm Lebensmittel gerade weggeschmissen wurden. Aber woran liegt es? Geht es uns einfach zu gut? In den 70er Jahren wurden noch 70% des Einkommens, also was du von deinem Arbeitgeber gekriegt hast, wurden für Lebensmittel ausgegeben. Und heute sind es 14%. Was ist in dieser Zeit passiert? Aber jetzt mal ernsthaft. Ich wollte letztens eine Paprika kaufen, die nicht in diesem plastikverpackten Ding, in diesem Dreier-Ding drin ist. Und eine einzelne Paprika hat irgendwas bei 2 Euro gekostet. Später bin ich dann zum Kühlfach gegangen, wo Hackfleisch drin war. Und das Hackfleisch hat einfach den gleichen Kilopreis gehabt wie die Paprika. Ich meine, what? Also, ernsthaft jetzt? Ich blick da nicht durch. Wir Deutschen wollen einfach viel weniger für Lebensmittel ausgeben. Anders zum Beispiel die Franzosen. Die sind da ein bisschen gehobener. Und ja, ich merke selbst, dass ich beim billigsten Produkt zugreife, weil ich Geld sparen möchte. Ich entschuldige es damit, dass ich ja nicht so viel Geld habe, aber ich denke, das ist eher eine Ausrede als eine Entschuldigung. Und so geht es wohl vielen. Discounter begründen ihre Preise damit, dass es so einen harten Konkurrenzkampf auf dem Lebensmittelmarkt gibt. Gut, aber das macht den Teufelkreis noch schlimmer. Und irgendwann muss jemand mal da ausbrechen. Und ich glaube, die Supermärkte werden es nicht tun. Deshalb sind wir auch mal an der Reihe. Aber wen wundert's? 2014 wurden in Deutschland 54 Millionen Schweine geschlachtet. 54 Millionen. Das sind 18 Millionen Schweine mehr als noch vor 20 Jahren. What? Diese Zahl kann man sich gar nicht vorstellen. Und bei den Eiern sieht es auch nicht besser aus. 2,5 Millionen Eier mehr als noch im Jahr 2005. Und ich meine, wollen wir das? Sind wir so verwöhnt, dass wir alles fließbandartig in Massen vor uns haben wollen? Dass wir die größte Auswahl haben und den niedrigsten Preis bezahlen? Ganz ehrlich, nein. Ich mag keine Bratwurst. So, und jetzt kann sich jeder zurücklegen und sagen, ja, Mama kauft mein Essen ein, also an mir liegt's nicht. Oder ich werfe so selten was weg, also meine Schuld ist das alles nicht. Ich hab's ja selbst gemacht. Aber damit soll für mich jetzt Schluss sein. Ich will's wenigstens probieren. Und nun fragt ihr euch, oh große Vanessa, was ist die Lösung? Dazu eine kleine Geschichte. Ich war letztens auf einer Studentenparty in Kiel, wo es kein Essen gab. Irgendwann hat mir meine Freundin erzählt, oh, der Foodsharing-Mann kommt gleich. Und ich dachte so, wer? Ich kannte dieses Foodsharing gar nicht, bis ein Partygast mit einer riesigen Kiste durch die Tür kam, in dem Croissants, Baguettes und alles Mögliche, was man beim Bäcker kaufen kann, drin war, auf den Tisch stellte und meinte, bedient euch. Ja. Er hat sich auf dieser Foodsharing-Seite angemeldet und hat geschaut, welcher Bäcker gerade seine Lebensmittel loswerden möchte, weil er sie nicht wegschmeißen will. Ja, und dann kam er mit so einer riesigen Kiste an Essen, an leckerem Essen an, was eigentlich für den Müll bestimmt war. Wenn ihr vielleicht noch mehr über dieses Foodsharing wissen wollt, dann packe ich euch mal ein paar Links in die Videobeschreibung. Und wer weiß, vielleicht seid ihr der nächste Foodsharer. Sharer.
der nächste Foodsharer. Ich glaube einfach, dass wenn jeder sein Verhalten analysieren würde und mal wirklich schauen würde, was kaufe ich ein, was schmeiße ich weg, wie gehe ich mit Lebensmitteln um, das würde schon einen guten Anfang machen. Wir dürfen einfach nicht darauf warten, dass es so ein Gesetz wie in Frankreich auch bei uns geben wird. So just do it! Und wenn ihr jetzt mehr zu dem Thema wissen wollt, dann würde ich euch die Doku Taste the Waste ans Herz legen, denn die ist wirklich gut. Und ihr wisst, wie man sie findet. Ich will euch mit diesem Video nicht sagen, dass ihr alle schlecht seid. Und vor allem nicht, dass ich ein gutes Vorbild bin. Einmal darüber nachdenken reicht mir schon aus. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass Hunger noch überall auf der Welt präsent ist. Und vielleicht würde uns ein schlechtes Gewissen mal ganz gut tun. Das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst uns alle auf unser Verhalten achten. Und dann sage ich nur noch, guten Appetit. Tschüss.